Unser Plan hat geklappt. Stell dir vor, alle Wachen sind sofort zu den Kanonen gerannt und niemand war mehr bei der Statue. Aber jetzt ist ja alles wieder gut. Komm schnell. Wenn wir durch die Lagerhöhlen gehen, kommen wir in eine gute Position, um die Statue zu sprengen.
Da sind wir. Ah, ihr seid da. Endlich können wir beginnen. Gabor hat alles vorbereitet. Wenn man den Ich habe eine magische Verbindung zum Sprengstoff gelegt. Drückt ihr auf Knopf. Ja, drückt nur. Ich will mein Kunstwerk in Ruhe genießen. Das war's. Wir haben's tatsächlich vollbracht. Danke, mein Freund. Danke, dass ihr mir Möglichkeit gegeben habt, so etwas zu sprengen. Komm, in den Lagerhöhlen können wir uns verstecken, bis die Wachen sich wieder beruhigt haben. Dafür, dass der Mensch wahrlich das verdorbene Wesen ist, als das der allmächtige Schöpfer ihn beschreibt. Ich glaube, das ist Diagal, der oberste Priester. Zittert nicht um euer Leben. Denn zum einen ist es ohnehin nichts wert, verglichen mit der Pracht des Schöpfers. Und zum anderen werde ich es so lange wie möglich schonen, damit ihr die Folter länger genießen könnt. Führt sie ab! In den Kerker mit ihnen! Nicht ohne mein... Es ist Callisto! Du Verblendeter! Callisto! Revolution! Thank you.
Warte mal. Ich weiß einfach nicht mehr, ob es richtig ist, was wir hier machen. Ich weiß es nicht. Mir ist schon klar, dass der Tempel die Götter nur als Mittel benutzt hat, damit er seine schrecklichen Taten rechtfertigen kann. Bisher war ich wie betäubt. Ich hatte noch nie im Leben das Gefühl gehabt, wichtig zu sein. Hier war ich plötzlich etwas Besonderes. Alle haben mich das spüren lassen. Mersul, Melvin, der General. Er will die Gottesordnung beenden. Sie sagen, die Götter dürften nicht über die Menschen herrschen. Aber sie sagen nicht, warum dies so sein sollte. Erst die Ereignisse hier haben mir die Augen geöffnet. Und nun? Nun weiß ich nicht mehr, ob ich noch weiter für den Orden kämpfen will. Verstehst du mich? Oh, bitte, bitte wende dich nicht ab von mir. Oh nein, er ist hier. Fabelhaft! Er steht in Flammen. Das Symbol der Götter wird vom gerechten Zorn der Menschen getilgt, ausgemerzt. Und ich sagte es ja schon immer. Das einzig Erleuchtende an Religion ist ein brennender Tempel bei Nacht. Ihr wart erfolgreich. Die Revolution ist entfacht. Jetzt dürfte den gesalbten Herren klar werden, dass ein Volk sich nicht vor seiner Regierung, sondern die... Eure Aufgabe habt ihr mit Bravour erfüllt. Callisto scheint ein anderes Ende zuteil geworden zu sein, aber das können wir verschmerzen. Kommt mit nach Erotin! Es sind die Lichtgeborenen. Sie sind dort, alle zusammen. Das ganze Pack, dort in Arctvent. Sie haben Angst vor mir. Ihnen schlottern die Knie, denn sie wissen, dass ich das zu Ende bringen werde, was ich einst begann. In Vin, so heißt unsere Welt, gibt es noch etliche weitere Reiche. Myar, Mele und Araseal, um nur einige ihrer Namen zu nennen. Wie ihr aber wisst, gibt es keine höhere Macht, welche diese Götter bemächtigt, über Vin und die Menschheit zu herrschen. Sie sind nicht mehr als auf besondere Art und Weise talentierte Lichtmagier. Wieso sollten wir uns einer kleinen Gruppe elitärer Lichtmagier unterwerfen? Ich vollführte damals den ersten Schritt, indem ich den lichtgeborenen Erodan, der über Nehrim herrschte, aus der Welt schaffte. Ihr hohes Heim Inodan ist ihnen wohl zu unsicher geworden, um einen gemeinsamen Rat aller Lichtgeborenen abzuhalten, denn schließlich könnte ich ja jederzeit dort auftauchen. Stattdessen verkriechen sie sich nun in den Ruinen Stormwinds. Ihr müsst verstehen, dass sie dort wie auf dem Präsentierteller für uns bereitet sind. Ich hätte mir nie träumen lassen, sie alle auf einmal erwischen zu können, und nun tritt genau das ein. Los, kommt! Ich erschaffe ein Portal nach Arctvent. Und sobald Tyr, der Schöpfer, durch meine Hand fällt, bin ich der Schattengott und gebe den Menschen wieder, was sie verdienen. Los, kommt! Holen wir uns des Schöpfers Kopf! Nein, was redet ihr da? Ich kann das nicht! Ich kann das nicht! Vor Verrätern ist man nie gefeit. Lasst ihn nur laufen. Darum kümmern wir uns später.